Sibirien hat am Morgen ein Teenager-Mitschüler mit einer Axt angegriffen. 7 Kinder und eine Lehrerin wurden verletzt. Die Gewalttat ereignete sich in Ulan-Ude, der Hauptstadt der Teilrepublik Buryatien, nahe der Grenze zwischen Russland und Mongolien. Nach dem Angriff in der Schule legte der Schüler im Klassenzimmer Feuer und versuchte sich vor seiner Verhaftung das Leben zu nehmen. Laut den Behörden handelte er allein, aber über seine Motive herrscht Unklarheit. Am Montag hatten 2 Teenager im russischen Perm Schulkinder mit Messern verletzt.